Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch da draußen. Vor ein paar Wochen habe ich das Interview geführt mit Eire und mir ist da leider ein Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich Nebengeräusche mit aufgenommen. Eire und ich, wir haben miteinander telefoniert und ich habe das dann über ein Mikrofon aufgenommen, aber dass dann mein Mikrofon wirklich so gut empfindlich ist und ja, so sind halt Geräusche mit aufgenommen worden, die ich über Zoom oder über Skype normalerweise nie aufnehme. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr und beim nächsten Podcast werde ich das besser machen. Jetzt habe ich es ja gelernt und ja, ich hoffe, ihr habt dann trotzdem Spaß an dem Video. Und jetzt geht's los. Bis dann. Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag nach draußen. Heute ist Raukui-Tag. Heute haben wir also den 10. April, ein ganz besonderer Anlass und eine große Freude für mich, Eire am Telefon zu haben. Grüße dich, Eire. Ja, hallo Aaron, ich freue mich auf das Interview. Ja, Eire, ich mich auch. Lange, lange haben wir darauf gewartet und hingearbeitet. Immer wieder hat es mal technisch nicht geklappt oder dann haben wir keinen Termin frei bekommen. Aber diesmal scheint alles jetzt so zu klappen, wie wir uns das gewünscht haben. Eire, wer bist du? Kurz und knackig. ich versuche mal mich selber vorzustellen. Also ich heiße Eire Rautenberg und bin Jahrgang 1956 in Dortmund geboren. Schreibe seit meiner Jugend Lyrik und Prosa, die in Zeitschriften, Anthologien und bisher 8 eigenen Werken veröffentlicht wurde. Ja, ich bin darüber hinaus initiierte Wicca und gehe einen naturreligiösen Weg schon lange. Früher bin ich halt sehr viel ferngereist. Da will ich jetzt nicht so viel drüber erzählen. Das kann man alles auf meiner Website nachlesen. Und ich habe 1984 eine erste esoterische Fachbuchhandlung in NRW gegründet, das Pentagramm in Dortmund, das auch 33 Jahre lang bestand. Und die magisch-spirituelle Szene im Ruhrgebiet sozusagen ja, mitgeholfen hat aufzubauen. Und seit 2017, nach 6 Inhabern, existiert der Laden leider nicht mehr. Als initiierte Hohepriesterin der Wicca haben wir seit einiger Zeit einen kleinen Coven, den sogenannten Celeborn Coven in Schwerte und Dortmund, also mit Mitgliedern aus Schwerte und Dortmund, der sich jetzt allmählich öffnet. Und ja, da kann man mich gern kontaktieren bei Bedarf und dann schauen wir mal. Außerdem schreibe ich fleißig weiter, bin auch noch Kartenlegerin und mein neuestes Buch, Entschuldigung, über Orakel mit Skatkarten, erscheint im Herbst im Neue Erde Verlag mit dem Titel Magisches Kartenlegen mit Skatkarten. So, und dann bin ich auch noch Dozentin für Literatur an verschiedenen Volkshochschulen. Aber das findet zurzeit natürlich wegen Corona auch nicht statt. Das ist so jetzt im Groben der jetzige Status. Ja, und ansonsten müsste ich jetzt eine halbe Stunde über mich reden, was ich auch nicht möchte. Ja, Das war's halt. du bist ja auch initiiert in so einem Yoga, hast du mir mal erzählt. Was Ja, war das, ja. Tibet-Yoga oder tibetischer Yoga? Nee, das ist so, dass ich also früher auf meinen Fernreisen, ich war ja lange in Indien und Nepal und so weiter unter anderem, und da so ein bisschen, bin ich begeistert worden vom Yoga, auch von verschiedenen weisen Männern. Und als ich dann zurückkam, nein, umgekehrt, vorher habe ich angefangen zu meditieren vor meinen Fernreisen und vor der Reise nach Indien. So, und als ich zurückkam, habe ich bei der transzendentalen Meditation, was der Maharishi Mahesh Yogi, der auch die Beatles eingeweiht hatte, damals gewesen und wurde dann von ihm auch als Siddha eingeweiht.
Das ist eine Kategorie über den Normalmeditierenden, aber die haben halt eine, wie soll ich sagen, eine Hierarchie, was ich auch in meinem Buch Grenzlandbewohner noch beschreibe bei der TM. Und da bin ich halt initiiert worden in den Kriya-Yoga, wenn man so will, weil das richtet sich auch nach Dingen von Patanjali. Der hat sozusagen die Wurzeln des Yoga begründet überhaupt. Ja, und das ist auch mit einer Initiation erfolgt. Aber das ist schon ganz lange her, Aaron. Und da habe ich aber meditieren gelernt. Und das ist auch bis heute so eine Grundlage und Basis. Sonst wäre ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht so gut psychisch da durchgekommen, durch mein sehr spannendes und aufregendes Leben. Ja, das stimmt, ja. Von dem, was ich da gelesen hatte, schon. Du bist, man kann ja schon sagen, eine erfolgreiche Buchautorin, weil du hattest ein Buch geschrieben, Volk des Lichts, die Herkunft der Teuta und der deutsche Ahnengott, und hab bei Amazon mal nachgeschaut, und da bist du wieder auf Platz Nummer 3 in Religion und Ethik als Schulbuch, Nummer 9 in Sachkunde als Schulbuch und die Nummer 53 in Deutsch Schulbücher. Was hast du mit der Schule zu tun? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also das Buch wurde ja schon 2017 geschrieben und veröffentlicht, und ich habe immer mal kleckerweise da Verkäufe gehabt, aber das ging eigentlich im Herbst letzten Jahres, 2020, hatte ich auf einmal relativ viel Geld auf meinem Konto, ohne dass ich wusste, warum. Und habe dann erst im Nachhinein festgestellt, dass das also entweder von Jugendlichen, Schülern oder von Lehrern bestellt wird im Bereich Religion, Ethik oder auch Sachkunde. Und Deutsch auch ein bisschen, aber hauptsächlich die beiden ersteren Kategorien. Ja, und seitdem läuft es und läuft es und läuft es. Natürlich lesen es aber auch Erwachsene, natürlich. Ja, klar. Da kommt auch etliches. Es ist also nur bei Amazon als Schulbuch, dass es ganz gut läuft. Aber inzwischen ist die Werbung auch so automatisiert, da muss ich gar nichts machen und habe auch keine Werbung reingesteckt. Und ich bin ganz glücklich, dass es einfach so ein Selbstläufer geworden ist und dadurch auch die anderen Bücher so ein bisschen allmählich angetriggert werden, ne? Ja, worum geht es da in dem Buch? Kannst du das so kurz erklären? Es geht eigentlich um einen dreifaltigen Ahnengott. Tivats ist der Überbegriff. Das ist so eine Art Wodan, aber eine ganz eigene deutsche Aspektierung dieses Gottes. Und wir haben uns viel zu sehr an die skandinavischen Vorlagen gehalten, die für mich eher Kunstwerk sind und nicht Überlieferung oder Brauchtum. Und ich habe halt die Überlieferung und das Brauchtum hier in Deutschland, speziell in Westdeutschland, gesammelt. Und da wurde auch ersichtlich aus einigen Quellen, die ich auch recherchiert habe über 5 Jahre, dass es halt hier so einen deutschen dreifaltigen Ahnengott gibt, wo die ich auch beschreibe dann die Aspekte von dem. Und der hat auch Kultorte, die hier auch in Deutschland liegen. Das beschreibe ich halt auch. Und dann geht's mir halt auch noch um den Einwanderungsstrom der deutschen Ethnie, wo der herkommt. Ja, will ich jetzt nicht zu viel verraten, das ist sehr spannend. Ich greife auch das Thema Arya auf, distanziere mich aber ausdrücklich und auch wirklich sehr exakt an vielen Stellen im Buch, wo ich schon fast kritisiert werde, dass ich da mich so abgrenze vom Neonazitum, aber das war mir auch wichtig. Dennoch finde ich es halt auch interessant, speziell für junge Leute, vielleicht greift es das auch, wo einfach auch die Deutschen herkommen. Ja, wir sind halt auch Einwanderer und Flüchtlinge gewesen und haben dann hier später unsere keltogermanische Kultur geschaffen. Mhm. Ja, die Germanen sind ursprünglich Kelten,
rechtsrheinische Kelten, das hat also nicht Caesar, hat nicht den Begriff Germanen erfunden, sondern die Belgen, die keltischen Belgen. Und ja, ne, die linksrheinischen blieben dann Keltoi Keltoi sozusagen und die rechtsrheinischen wurden Keltoi Germanoi. Und daraus ist später der Einzelbegriff Germanen dann entstanden. Und das heißt so Verwandter oder Bruder oder naher Mensch übersetzt im Keltischen. Und ja, all diese Dinge und noch viel, viel mehr, auch Gothic, auch die Himmelsscheibe von Nebra und so weiter, habe ich mich sehr mit beschäftigt. All das ist im Buch auch mit den Flüchtlingen, die nach Ostdeutschland dann eingewandert sind, erläutert, wie das alles zusammenhängt. Ja, und das scheint für viele halt interessant zu sein. Ja, das hört sich auch interessant an für all diejenigen, die sich dafür interessieren. Ich werde unten das alles verlinken, also deine Webseite und halt auch zu der Seite von Amazon, wo du als Autorin aufgelistet bist. Dann könnt ihr da ohne Probleme einfach draufklicken und euch das mal anschauen. Alright, Aire, warst du eigentlich als Kind schon spirituell unterwegs? Ja, ich habe den Weihnachtsmann gesehen mit Rentieren am Himmel, als ich 3 war. Und das weiß ich noch, weil ich das meiner Mutter erzählt habe. Die hat das aufgeschrieben und hatte auch eine gute Beziehung zu den Zwergen im Wald. Die habe ich dann ab und zu mal gesehen. Aber da hat natürlich kein Erwachsener mich ernst genommen. Ja. Und ja, später war ich als Kind ziemlich fromm, was man so fromm nennt, und habe mich dann, bis ich jugendlich wurde, sehr mit Christus und mit der Kirche befasst, obwohl meine Eltern heidnisch erzogen wurden, selber eben auch atheistisch waren. Ja, und mein Engagement für die Kirche hat sich dann allerdings mit zunehmendem Alter reduziert und dann bin ich halt mit 21 ausgetreten. Ja. Und habe mich dann mit ab 21 mit hinduistischer Meditation, mit Yoga, mit spirituellen Richtungen jeder Art befasst. Also, aber da war ich ja, wie gesagt, schon erwachsen. Das heißt ja, für die jüngeren Zuschauer, Zuhörer, ganz kurz, mit 21 konnte Aire erst austreten, weil damals war das so, dass man erst mit 21 volljährig war. Ich bin mit 18 ausgetreten, weil damals war ich mit 18 volljährig. Das muss man noch dazu fügen. Du bist ja in der protestantischen Kirche drin gewesen und nicht in der katholischen Kirche, gell? Ja, genau. Ja. Aber das war für mich halt, es gibt eine Sekte von der Sekte von der Sekte. Also, ja, genau. Das habe ich auch in Grenzlandbewohner beschrieben, meine Erfahrungen mit den verschiedenen Sekten, in Anführungsstrichen, weil Sekte ist an sich kein negativer Begriff. Aber auch die protestantische ist eine von den Katholiken und die insgesamt die Christen könnte man auch als Abspaltung der Juden sehen. Ja. Naja, und so weiter und so weiter. Also im Grunde ist für mich das alles zu reduzieren auf eine bestimmte Essenz, auf einen spirituellen Kern, der sich durch alle Religionen zieht. Von daher sind mir inzwischen Religionen ziemlich egal. Hm. Ja, so meine Haltung. Ne? Also, dass ich, was funktioniert, nimmt man und also nehme ich. Und das ist halt dann ein guter Weg, um sein Bewusstsein weiterzuentwickeln und immer wacher zu werden. Aber das kann auch unabhängig von Religion sein. Hm. Da hilft mir meine Naturreligion. Das ist für mich ein bisschen Reizwort, weil für mich ist Wicca keine Religion. Aber viele betrachten es so, das sehe ich etwas anders. Hm. Ja, da kommen wir noch darauf zurück. Was hat dich im Leben eigentlich so am meisten beeindruckt? Also was ist sowas, oder vielleicht auch als Motivation zu verstehen, was dich so im Leben am meisten motiviert, das zu tun, was du gerade tust? Naja, ich bin mit 18 das erste Mal alleine nach Afrika gereist. Und das war schon ein ziemlich großer Eindruck. Von daher im Prinzip lebenslang bis jetzt meine Reisen und auch mehrjährigen Aufenthalte in fremden Ländern.
Also Reisen hat mich gebildet, wenn man so schön sagt. Mhm. Ich wurde dadurch sehr inspiriert und auch geprägt und habe sehr tolle Begegnungen gehabt. Und daraus entstand eigentlich letztlich als erster Punkt mein Engagement für Meditation und Yoga und auch für magische Arbeiten und Hermetik. Als zweiter Punkt war da eine gewisse Not, die ich mit 17, 18 schon verspürte, weil ich ein psychisch labilen Freund hatte, beziehungsweise der an Schizophrenie erkrankt ist, was ich dann auch viele Jahre mitgetragen habe und aus dieser begleitenden Not, würde ich mal sagen, hat sich dann auch die Spiritualität entwickelt, ne? Man sagt ja, Not lehrt beten, ne? Da ist auch schon ein bisschen was dran. Und da hat mir Meditation und Yoga und auch der Einstieg in die gesamten hermetischen Grenzwissenschaften geholfen, mich über Wasser zu halten, mich stabil zu halten. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und von da an ging es halt weiter. Von deinen ganzen spirituellen Erfahrungen, du hast ja zum Teil rudimentäre Erfahrungen als auch sehr intensive Erfahrungen in verschiedenen spirituellen Bereichen gehabt. Was hat dich dann dazu gebracht, Wicca zu werden? Ja, für mich hat Wicca also einiges mit Schamanismus zu tun, weil Wicca hat auch eine Kerntradition, die man schamanisch nennen könnte. Und die Religionen sind für mich halt, sag ich mal, von irgendwelchen Religionsgründern inspirierte Bewegungen. Und Wicca ist, abgesehen davon, dass im letzten Jahrhundert zwei Männer, Gerald Gardner und Alexanders, da auch ihren Beitrag geleistet haben, das wiederzubeleben, ist für mich aber eine uralte Religion. Nein, keine Religion, ich sag mal, sagen Kult. Wir besser Kult oder Bewegung oder der Frauen oder des der matriarchalen Weisheit, wenn man so will, und der schamanischen Weltsicht. Und von daher ist das für mich noch der Ground, also das bewegt sich noch unterhalb der etablierten Weltreligionen. Und da kommt man also ganz nah an seine Wurzeln ran und an seine tiefsten Gefühle und Beweggründe und an die Natur. Und ja, das ist für mich einfach die beste Art, sich selber kennenzulernen, ne, weil Religionen verdecken auch viel oder arbeiten mit Methoden, die ich nicht so toll finde. Und von daher ist Wicca für mich tiefer und umfassender noch, selbst in der Einfachheit, wo ich mich halt immer weiter rein bewegen kann in meine Selbsterkenntnis. Klar kann man das mit anderen Sachen auch, also viele Wege führen nach Rom, ja. Aber für mich ist die Verbindung mit der Natur und mit den eigenen Wurzeln zum Beispiel etwas, was absolut notwendig ist und modern ist, denn wir alle haben das nötig, uns wieder mit einer Zusammenarbeit mit der Natur, mit den Wesen um uns herum, mit Pflanzen, mit Bäumen, mit Tieren, mit Menschen. Alle haben dieselbe Lebensenergie im Grunde, verschieden aufgebaut, aber dennoch ist es eine Grundlage, wo wir verwandt sind. Deswegen können wir uns da auch nicht ausgrenzen. Ne, wie viele Religionen das tun, die grenzen sich einfach von der Natur aus teilweise, auch von der eigenen Natur. Und das ist einfach nicht mein Weg. Wolf-Dieter Stoll, kennst du ja wahrscheinlich, und Christian Rätsch, die haben ja auch gemeint, dass in Europa ja, also bis auf Lappland, glaube ich, oder Sibirien, der Schamanismus ja ausgerottet wurde, ja später dann durch die Hexenverbrennung und so weiter. Würdest du Wicca als eine Art Fortsetzung vom Schamanismus betrachten, vom europäischen Schamanismus? Sofern es denn gibt überhaupt. Das kann man durchaus so sehen, obwohl auch die indigenen Völker Nord- und Mittelamerikas und die Schamanen dort uns geholfen haben, eine Brücke zu bauen
weil ich habe ja auch bei indianischen Neoschamanen, könnte man sagen, gelernt, ja, verschiedenen. Und von daher habe ich auch Schwitzhütten und anderes eingebaut in meinen WKWs. Aber das ist ja nur mein individueller. Normalerweise ist das nicht dabei bei WK. Aber ich fand das sehr unterstützend und heilend. Hab das reingenommen. Also ich sehe auch keinen Bruch hier in Europa mit der Hexenverbrennung. Ich weiß nicht, wie Stoll das gemeint hat oder Rätsch, weil es ist die Grundlage eigentlich unseres eigenen europäischen Schamanismus, dass wir mit Himmelsrichtungen arbeiten und mit den vier Elementen arbeiten, um die zu verfeinern und um dann möglicherweise ein fünftes Element daraus zu destillieren. Darüber können wir ja später noch sprechen. Und das ist für mich Schamanismus, also abgesehen vom Heilen, wie das in Sibirien und woanders gemacht wird, heilen Wicker durch ihre Art ja auch, wenn sie mit der Natur umgehen und das auch so weitergeben. Ja, was soll man da sagen? Also da müsste ich mich mit den Argumenten befassen erstmal, die beiden da bringen. Das habe ich natürlich. Also es ging vor allem darum, dass halt die beiden, also der Stoll hat ja in Amerika gelebt und hat ja dort dann mit den Stämmen in Amerika zusammengearbeitet, und der Rätsch war ja auch jahrelang in Südamerika, glaube ich, bei den indigenen Völkern drin, und die haben halt festgestellt, dass das Wissen, was damals, oder was sie halt bekommen haben durch die Stämme in Amerika, dieses Wissen haben wir gar nicht mehr in Europa, ne? Also woher soll dieses Wissen kommen? Ach so, ist das gemeint. Weil halt, ja, genau, ja, weil die ganzen Hexen oder die ganzen weißen Frauen, sage ich jetzt mal, getötet wurde, oder man hat es nur noch in Geheimwissen letztendlich weitervermitteln können. Und darum war halt dann die Aussage da, dass der Schamanismus in Europa quasi ausgerottet wurde. Ne? Naja, im Geheimen hat man es, wie du sagst, natürlich schon weiter vermittelt. Es gab zum Beispiel immer auch Familientraditionen von Wicca in Europa, abgesehen von den Linien, die letztes Jahrhundert neu gegründet worden sind, von den British Traditional Wicca. Gab es aber eben immer in allen Ländern, in England, in Deutschland, in Italien, Familientraditionen oder Familienlinien von Hexen, die auch noch ihr Wissen weitergegeben haben. Also es war nicht ganz gebrochen. Es war aber natürlich im Untergrund und für die normalen Menschen nicht so ersichtlich. Das ist sicherlich richtig. Und deswegen haben ja auch die Schamanen Mittel- und Nordamerikas hauptsächlich sich zusammengesetzt. Ich glaube, es war 1987 oder 80er Jahre, und dann beschlossen, ihr Wissen an Europa oder die westliche Welt überhaupt weiterzugeben. Und die haben dann ja auch Leute nach Europa geschickt, die ihr schamanisches Wissen gelehrt haben, aber immer unter der Prämisse, hey, das ist eine Brücke, das geben wir euch als Anleitung jetzt hier, damit ihr euren eigenen Schamanismus dann auch wieder aufnehmen könnt oder den auch zum Teil neu erfinden könnt. Ja, also eine Grundlage war zwar in Europa da, aber wir haben auch viel geschafft in den letzten Jahrzehnten, da wieder etwas zu beleben und wieder etwas fast neu zu erfinden, was aber sicherlich alt ist, also auf der schamanischen Grundlage dann auch neue Methoden zu entwickeln und so weiter. Und das ist schon Erfolg. Deswegen kann man heutzutage schon von einem gewissen lebendigen Schamanismus hier in Europa reden. Mhm. Aber das betrifft nicht nur Wicca. Das machen eben auch andere Heiden, ja, die gar nichts mit Wicca zu tun haben. Und ja, so sehe ich das. Okay, worum geht es in Wicca? Oder beim Wicca? Nee, in Wicca. Oh, egal. Worum geht es in Wicca? Also es ist für mich ein uralter Kult der Frauen, von Männern im letzten Jahrhundert aufgegriffen und erneuert und heutzutage von vielen unterstützt, sodass wir gemeinsam ein Fundament bauen können für die Zukunft. Deswegen wächst Wicca ja auch so kreativ. Worum geht es in Wicca? Also es ist natürlich immer noch ein Mysterienkult. Mhm. Ne? Was soll ich dir da sagen? Da müssten wir jetzt zurückgreifen auf, was sind Mysterien?
Also es ist ja auch eine Initiation dabei, von daher kann ich dir jetzt so viel von den Inhalten jetzt auch nicht erzählen, Aaron. Ja, okay. Ja, man kann es ja mal versuchen, ne? Obwohl ich ja schon vorgewarnt wurde. Aber im Grunde genommen ist es ja auch bei Wicca so, dass es ja auch um die Persönlichkeit geht. Das heißt, wenn du dich mit Wicca beschäftigst, dann geht es ja auch automatisch letztendlich auch um dich selbst, indem du ja dann auch dich so weit veränderst, um bestimmte Ziele oder Sachen zu erreichen, die für dich ja selber dann wünschenswert sind. Also du tust es ja zum Beispiel dann ja auch, um eine persönliche Befriedigung, sage ich jetzt mal, zu erreichen, indem du dann glücklicher wirst oder mehr Wohlstand erreichst oder keine Ahnung, sowas in der Richtung Also könntest du Wicca ja. haben ja das Pentagramm zum Beispiel auch als Symbol, das ist ja auch allgemein bekannt. Was ist das Pentagramm? Das Pentagramm ist das fünfte Element, ja, so wie der Film heißt. Und das ist eine Verfeinstofflichung aller vier Elemente, worum es uns auch geht. Und zwar sowohl in uns als auch außen. Ja, wenn wir innen die Elemente verfeinern, erreichen wir einen erwachten Menschen, was auch das Pentagramm bedeutet. Ein erwachter Mensch, ein Mensch, der die vier groben Elemente ins Feine geführt hat und deswegen ein Stern ist. Ja, so. Und das ist eigentlich dann auch ein Ziel von Wicca, wenn man so will. Ja, wir sind halt auch in gewisser Weise ein Sternenkult, sonst hätten wir ja auch das Pentagramm nicht. Und dann gibt es noch viele andere Absichten und Ziele, die wir haben und auch innere Mysterien, um uns zu verbinden mit unseren Göttern. Ja, das ist jetzt so im Groben. Bei Wicca ist es eigentlich ein Unterschied, ob man Wicca sagt oder Hexe. Also Hexen sind ja die Ja, bösen ja, Frauen ja, ja. und ja, gibt es da einen Unterschied? Also Hexe ist ja sowieso ein Begriff, den die Christen geprägt haben. Na, da machen wir uns nichts vor. Also wir sind aber nicht mit dem Teufel der Christen im Bund. Also das, selbst wenn wir uns jetzt Hexen nennen, weil das ist halt der allgemeine Begriff geworden, haben wir aber mit dem Teufel der Christen überhaupt nichts zu tun. Für uns ist es eher der Gehörnte, der Fruchtbarkeitsgott, der immer da war und immer sein wird, solange es Leben gibt. Und das ist die eine Seite. Und die Germanen, Keltogermanen nannten Hexen dann Hagezussen oder auch Zussen oder auch Diesen. Ja, Freya, Frigga war zum Beispiel die oberste Diese, die oberste Hexe in dem Sinne. Und der Unterschied zwischen einer Hexe und einer Wicca, den gibt es insofern erstmal nicht, weil Wicca immer Hexen sind. Also die eigentlichen Hexen eben. Aber nicht jede Hexe, die sich so nennt, ist eine Wicca. Weil Ne? da muss Weil man Wicca sind initiiert werden. initiierte Ja, Hexen. okay. Wicca sind initiierte Hexen in einer Linie und in einem Coven. Und das ist natürlich nicht bei jeder Hexe der Fall. Ne, es gibt auch ganz viele Frauen, das sollen sie auch, dürfen sie auch, die sich Hexe nennen. Das sind freifliegende Hexen. Wir nennen diese Eklektik-Wicca. Das ist auch völlig okay. Aber eine Einweihung durch einen Wicca-Priester oder eine Wicca-Priesterin, die uns an eine bestimmte Tradition bindet, haben diese freifliegenden Hexen eben nicht. Also kann man dann auch nicht in unserem Sinne von einer echten Wicca sprechen. Aber wie gesagt, das ist nicht elitär gemeint, sondern Wicca an sich sind immer gebunden und Hexen an sich müssen nicht gebunden sein. Bei Wicca, da gibt es ja Linien, sagt man dazu. Und es gibt ja zwei Hauptströmungen, einmal von Gardner und einmal von Alexander. Das sind sozusagen die Urväter von den zwei Hauptströmungen. Kann man das so ausdrücken? Ja, von den Strömen, die im letzten Jahrhundert wiederbelebt wurden. Also ich sehe Wicca als Urreligion der großen Göttin und die haben einfach etwas aufgegriffen und einiges neu zusammengestellt. Und ja, aber man kann das so sagen, das sind die British Traditional Wicca. Es gab allerdings auch in Deutschland und in Italien schon
Familientraditionen und in dem Sinne auch Wicca, die sich gebunden haben. Das sind also nicht die einzigen gewesen. Aber es sind die zwei Männer gewesen, wo es ja viel Streit gab in England, dass es überhaupt Männer sich als Könige der Hexen bezeichnet haben. Aber so ist es halt. Die haben halt ganz viel eingeweiht und auch ziemlich, manchmal auch wahllos scheint mir eingeweiht, um da möglichst viele Menschen zu Wicca zu führen. Ja, aber das ist ja jetzt auch schon, das war in den 40er Jahren, glaube ich, hat die Wiederbelebung gegeben. Und das ist jetzt auch schon 70, 80 Jahre her. Aber das kann man durchaus so sehen, dass da der Hauptstrom von kam, ja. Ah. Bei Wicca gibt's ja Coven, also das sind so Gruppen, die jeweils ihre, also wie soll man das ausdrücken, eine autonome Gruppe, die für sich selber arbeitet, aber halt zum Wicca-Kult dazugehören. Ne? Gibt es da sowas wie einen Dachverband oder einen Wicca-König oder Königin? Nein, wo nein. Für alle gilt? Es gibt Linien, die man auch nachschlagen kann, eben bei Wikipedia oder sonst wo, die sich gebunden haben. Ne? Also innerhalb der Linien gibt es Coven. Ja, sozusagen. Also die Linie ist das übergeordnete Ding, darunter kommen dann Coven, da gibt es dann einen Stammcoven, vielleicht erst einen, dann zwei, dann drei und so weiter, immer von der gleichen Linie. Es gibt keinen Dachverband und es gibt auch keinen Herrscher. Wicca sind im Prinzip eigentlich nicht hierarchisch aufgebaut. Es gibt zwar einen Einweihungsweg, der eine gewisse Hierarchie beinhaltet, erstmal, aber wenn ein gewisser Status erreicht ist, dann ist Wicca eher ein Ring von ja, von gleichmächtigen Personen, die alle ein Stimmrecht haben und da wird keiner überstimmt, sondern das muss bei uns im Konsens sein. Und wenn nicht, gibt's eine Abspaltung, dann macht halt jemand sein eigenes Ding. Aber das ist, wir haben da nicht so eine, wir sehen das Matriarchal und vom Matriarchalen her, das Weibliche ist eher ein Ring als eine Pyramide, wenn man es mal so betrachtet. Ja, weil Wicca wird ja rituell gearbeitet, auch in Coven. Will man da bei den Ritualen etwas Bestimmtes erreichen und wenn ja, was will man damit erreichen? Ja, also erstmal wird initiiert. Das sind großartige Initiationen, die sehr viel auslösen können. Mhm. Ne? Und die einen richtigen Schub geben können. Natürlich nicht bei jedem, weil mancher hat die Initiation auch schon innen. Es kommt erstmal auf die innere Initiation an. Wenn die jemand hat, dann bringt die äußere nur noch eine Bestätigung oder eine Anerkennung der Götter, wenn man so will. Und wenn man aber noch nicht diese innere Initiation hat, dann können Krisen ausgelöst werden oder auch erfolgreiche Schübe, das kommt drauf an. Was hattest du jetzt gefragt, Aaron, was wir damit... Wenn ich jetzt initiiert bin und ich bin jetzt in so einem Wicca-Coven drinnen und ich arbeite dann rituell, was kann ich mir dann darunter vorstellen? Also man sagt dann zu mir, du Aaron, wir wollen jetzt... die Natur heilen, sage ich jetzt mal so, ne? Und jetzt machen wir Ritual X. Gibt's da irgendwie so bestimmte Rituale, wo man sagen kann, okay, das wird immer und immer wieder praktiziert, um dann letztendlich Y zu erreichen? Naja, sicher, wir haben ja das Book of Shadows. Mhm. Und im Book of Shadows, das übertragen ist von den Linien, ja, immer wieder abgeschrieben wird und auch ergänzt werden kann, in gewissen Konstellationen ergänzt werden kann, sagen wir mal so. Deswegen ist Wicca eine ein wachsender Kult, weil es eben keine statische Sache ist. Aber was im Book of Shadows steht, wird natürlich gelernt und wird immer wiederholt und hat auch eine gewisse Wirkung natürlich und Absicht und ja. Deswegen ist es natürlich eine ganz spezielle spirituelle Richtung und auch ein Mysterienkult.
Ein Mysterienkult behandelt Mysterien und das Wort sagt ja schon, dass etwas aus einer mystischen Quelle kommt, die nicht jedem offenbart werden kann und soll, sondern man muss auch wohl vorbereitet sein, wie wir sagen, um diese Offenbarung zu erhalten. Und dann, es gibt in der Antike auch Mysterienkulte, damit kann man sich ja erstmal beschäftigen. Ich meine, Wicca ist ja auch eine Bewegung, ein Kult, der durchaus die alten Wurzeln aufgreift und weiterentwickelt. Und um die Strukturen besser zu begreifen, kann man sich einfach mal mit den antiken Mysterienkulten befassen. Das ist die eine Seite. Und dann eben auch, wie ich schon sagte, mit Himmelsrichtungen und Elementen arbeiten. Das ist die unterste Basis. Und von da aus gibt es natürlich auch entwickelte Rituale, die beschrieben werden im Book of Shadows. Wicca ist auch poetisch entstanden. Ja, es ist eine Kunst, wie wir sagen, die Kunst, ne, sagen wir ja. Und deswegen hat es auch tatsächlich mit Kunst und mit Fließen und mit speziell mit poetischen Anrufungen und so weiter zu tun. Es gibt eine gute Dissertation, wie heißt die jetzt? Barbara? Oder eine Doktorarbeit, die findet man auch im Internet über Wicca, was die alles rausgefunden hat. Das kann sich der eine oder andere ja mal suchen. Das ist eine sehr gute Dissertation. Was es will, was es soll, wo es herkommt und so weiter. Also das und es gibt natürlich viele Bücher. Speziell würde ich da wirklich Janet Farrar empfehlen. Die lebt ja immer noch in Irland, in ihrem Cottage in einem Steinkreis mit ihrem Partner Gavin Bone. Und die haben gute Bücher geschrieben. Ich habe auch eins davon hier in Deutschland mit ihrer Einverständnis übertragen. Das ist im Aaron Verlag veröffentlicht und eins ist, glaube ich, im Bohmeier Verlag, die acht Jahreskreisfeste der Wicca oder so. Die sind beide sehr tief und dann gibt es natürlich noch von Vivian Crowley, die jetzt nichts mit Crowley zu tun hat, das Buch Wicca, wo auch die tiefenpsychologischen Aspekte behandelt werden, der Einweihungsgrade von Wicca. Ja, was soll man sonst noch sagen? Ja, dann können wir ja mal die nächste Frage stellen. Und zwar angenommen, es kommt einer, der ist aus dem Gefängnis rausgekommen, ne, hatte vorher böse, böse Sachen gemacht und sagt, ich will Wicca werden. Ist das möglich? Möglich ist das, weil prinzipiell sind wir angehalten, niemanden abzulehnen, der jetzt als Aspirant sich bei uns meldet. Aber es kann natürlich ein sehr langer Weg sein. Also normal in den Büchern steht bis zur Erstgradeinweihung ein Jahr, ein Tag, findet man ja öfter. Aber das ist nur eine Richtlinie für Menschen, die sowieso schon da auch jahrelang sich mit beschäftigt haben oder da Vorarbeit geleistet haben. Es ist ja auch immer eine Sache der Persönlichkeitsentwicklung. Aber prinzipiell heilt ja auch Wicca. Wir haben da zumindest auch ein Auge drauf. Es heilt ja jeder Mensch, der sich spirituell so weit entwickelt hat, sich selbst ein Stück erkannt zu haben, der hat auch schon heilende Kräfte. Also das heißt auch, wenn man aus einer anderen Religion kommt, Christ, Buddhist, Hinduist, ist das natürlich absolut kein Problem, bei euch dann einzutreten. Genau. Lässt ihr eigentlich dann andere spirituelle Richtungen mit einfließen in den Wicca oder habt ihr da ganz eigene Vorstellungen? Nein, das tun wir nicht. Also uns kann jeder kommen, Buddhist, Hindu, Christ, Jude, Roma oder egal, was für eine Religion oder Ethnie oder wir integrieren und assimilieren alles, ne? Da sind wir wie die Borg, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Wir sind die Borgs. Ja. Ja, passt. Aber wir machen dann schon unseres. Das heißt, ist er bei einem Wicca-Ritual dabei, dann macht er auch nur jenes.
Ja, ansonsten kann er sich in zen-buddhistischer Meditation am nächsten Tag hinsetzen. Das ist uns dann auch recht, weil uns nützt alles, was uns vorwärts bringt, also die Persönlichkeit vorwärts bringt. Ja, ja, das nützt auch Wicker. Aber wir vermischen nicht die Äpfel mit den Birnen. Das heißt, wenn derjenige dann Wicca-Priester ist, dann übt er diese Funktion aus und er übt die auch so aus, wie wir das haben möchten. Habt ihr eigentlich Gottheiten oder einen Gott, zu dem man betet? Wir haben einen Pantheon, ja. Wir haben einen übertragenen Pantheon. Ah, okay. Ich kann mich erinnern an so einen Hirschgott, irgendwas in der Richtung, oder so ein Hirschgeweih. Es gibt so eine Gottheit, mir fällt der Name nicht ein. Ja, Cernunnos meinst du? Ja, genau. Cernunnos ist der keltische Naturgott. Okay, alles. Der wird auch öfter in Büchern erwähnt. Aber alle anderen sind eigentlich relativ nicht so bekannt. Beziehungsweise, ja, wenn da einer nachforscht, in irgendwelchen Büchern vielleicht. Aber nicht in der Gänze. Wie auch das Book of Shadows nicht in der Gänze im Internet steht. Das kann man vergessen. Also, dass wir leisten einen Eid und insofern halten sich, würde ich mal sagen, 99% der Wicker daran. Ja. Das kann man sich die als, wie soll man sagen, personifizierte Gottheiten vorstellen, also Wesenheiten, die es tatsächlich gibt, oder ist das eher so eine Art Prinzip oder eine Energieform, das die kann etwas. Man jetzt sehen, wie man will, ja. Das kann man sehen, wie man will. Das sind Aspekte der höchsten Kraft und wie alles Aspekte der höchsten Kraft sind, wenn man etwas bezeichnet. Götter ist ja auch nur ein Wort, es sind Energien, mit denen wir umgehen. Ja, genauso wie ein Buddhist oder ein Christ. Ja, eine Bezeichnung umgeht, ist. Ne? Ja. Von daher, also. Ja. Okay. Aber das ist auch nicht das Einzige, was jetzt Wicca wichtig finden, diesen Pantheon, sondern das Book of Shadows hat noch ganz viele andere Dinge, wo wir auch richtig präzise arbeiten und ja, und da geht es nicht um Götter, ne, sondern das ist also auch nur ein Teil. Okay, und jetzt kommen wir nämlich zu diesem ominösen Book of Shadow, also Buch der Schatten. Da wird ja so allerlei geschrieben und gesagt und solche Sachen. Und ja, wer hat es geschrieben und was steht da drin? Das natürlich kannst du nicht sagen, was da drin steht so richtig. Aber wer hat es eigentlich tatsächlich geschrieben? Da gibt es ja mehrere Behauptungen. Unter anderem hätte Aleister Crowley mitgewirkt, indem er auch bestimmte Verse von Liber Elvilegis mit eingepflegt hatte. Gardner hat natürlich das Buch auch mitgeschrieben. Dann gab es, glaube ich, noch eine dritte Person. Da fällt mir jetzt aber der Name nicht ein. Andere sagen, es ist so, dass halt jeder sein eigenes Book of Shadow hat. Das heißt also, jeder schreibt sein Buch, also indem er seine Rituale oder seinen Tagesplan einbaut. Andere wiederum behaupten, das Buch, das wird dann abgeschrieben. Also vom ursprünglichen Book of Shadow schreibt man dann das raus, was da drin steht. Und ja, man weiß nicht, was das eigentlich letztendlich ist. Was ist das Book of Shadow? Also das Buch der Schatten ist erstmal ein Buch deiner eigenen Schatten. So fängt es erstmal an. Und es ist das ein Schattenbuch, weil wir machen Schattenarbeit als Wicker. Das heißt, wir holen die eigenen Schatten hoch aus unserem tiefsten Inneren und bearbeiten und heilen die. Darum geht es erstmal. Und das Book of Shadows, wer das geschrieben hat, also Gerhard Gardner hat sicherlich das erste im letzten Jahrhundert geschrieben, was wieder dann verbreitet wurde. Ja, es gab immer irgendwelche Zauberbücher, auch im Mittelalter. Ich kann nicht sagen, aus welchen Quellen er sich da bedient hat, jetzt Gardner, aber sicherlich hat er sich bedient von alten magischen Quellen. Und er war ja auch in verschiedenen anderen Orden, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ja. Von daher kann man so seine intellektuellen Schlüsse natürlich ziehen. Und Alexanders hat auch viel von Gardner übernommen, später als zweiter Hexenkönig, hat dann natürlich auch sein eigenes gemacht. Und was Crowley angeht, so war er ja auch bekannt mit Gardner. Das ist ja auch belegt.
Die waren ja beide im gleichen Orden und ja, ich sag mal, die Handschrift von Crowley ist meines Erachtens, sage ich jetzt mal vorsichtig, zu erkennen im Book of Shadows, was jede Linie ja auch hat. Das heißt, die Linien, die du bei Wikipedia findest, haben auch ihr eigenes Book of Shadows, was aber auf die Ursprünge natürlich zurückgeht und was dann von jeder Linie weiterentwickelt werden kann am Ende. Es wird erstmal abgeschrieben und von da aus geht die Kreation weiter. Ach so, das ist also, okay, aha, das wird immer ergänzt, kann man sagen. Richtig. Und Aha. deswegen sage ich ja auch, es wäre eine wachsende und keine dogmatische Bewegung, Ja. weil es kann aber dann nur so ergänzt werden, dass tatsächlich innerhalb einer Linie natürlich auch nur, dass das, was vorhanden ist, erstmal genommen wird und dass es dann an die Zeitalter möglicherweise angepasst wird. Na, das heißt, wenn es in 200 Jahren, nehmen wir mal jetzt an, ein Book of Shadows der Istari-Wicker gibt, das gibt es ja jetzt von meiner Linie, dann wird es möglicherweise ergänzt durch dann adäquate Rituale noch oder besser passende, ja, weil man muss ja auch eine spirituelle Bewegung oder einen Kult anpassen. Man kann ja nicht immer nur von vorgestern irgendwie etwas machen, sondern da ne sind wir Wicca auch pragmatisch und nehmen das, was funktioniert. Es gibt ja beim Wicca gibt es ja den berühmten Spruch, schade, warte mal, da steht drinnen, ja, tu, was du willst, aber schade niemand. Eigentlich im Original heißt es ja, schade es keinem, dann tu, was du willst. Jetzt wurde ja von anderen Seiten behauptet, das sei von Crowley diese Aussage. Jetzt hatte ich aber mal recherchiert und habe das in einem Gedicht entdeckt, das mal bei einem Bankett, glaube ich, veröffentlicht wurde. Genau kann ich es jetzt auch nicht sagen. Woher kommt eigentlich diese Aussage? Aus einem Gedicht, ich glaube, von einer Frau geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, das geht ganz weit zurück. Also, wo wirklich die Ursprünge sind, kann man gar nicht sagen. Also, du hast ja sicherlich von Rabelais auch schon gehört. Also Crowley hat dieses, Aleister Crowley hat dieses Tu, was du willst, aber schade niemandem. Oder er hat es ja anders formuliert, ne? Do what you will, shall be the hall of the law. Love is the law, love and the will. Das haben natürlich jetzt die moderneren oder sagen wir mal seine Kollegen wie Gardner oder ne, andere, die das ja auch kannten, genommen. Und insofern ist es so geschwisterhaft in der Aussage, in dem Satz, was jetzt Wicca und Telemiten angeht. Aber die Ursprünge sind natürlich bei Rabelais, bei Augustin, einem christlichen Heiligen in der Bibel, wo schon von diesen Dingen gesprochen wird und vielleicht schon bei den Ägyptern. Also ich sag mal, dieser Satz, du kannst tun, was du willst, um es jetzt mal runterzubrechen, aber schade bitte niemandem, der ist ja eine globale Weisheit. Ja, das haben dann Philosophen und Magier aufgegriffen, aber und ein bisschen anders formuliert. Aber letztlich führt es uns ja zu Liebe sowieso hin, ja, wenn wir nicht schaden wollen. Wobei, wenn du eine Ameise zertrittst, unbewusst schadest du ja schon, aber das wird jetzt ein bisschen zu weit führen. Ja, auf Wir jeden wissen Fall. ja, was wir meinen jetzt, ne? Ja. Also, wenn man keine bewusste Schadensmagie macht, dann sollte man tun dürfen, was man will. Natürlich. Weil alles andere ist, geht mit dem Freiheitsbedürfnis der Seele ja auch nicht konform. Eine Ja. Unterdrückung ist nie etwas, was jetzt spirituelle Entwicklung fördert. Wobei, also ja, weil ich anders angefangen, ich betrachte zum Beispiel jetzt diesen Wicca-Spruch mit Sicherheit nicht als telemisch, weil Jetzt habe dies, ich dich akustisch nicht oh, verstanden. sorry, ich betrachte den Spruch vom Wicca, schade des keinem, dann tu, was du willst, nicht als telemisch an.
Ich sage das aus dem Grund, weil, ja, ich sage es jetzt nur kurz, aber dann brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Schadet es keinem? Wie definiere ich das, ne? Woher will ich wissen, dass gerade dieser Schaden nicht gerade seine Entwicklung fördert? Naja, es ist auch nicht originalgetreu übertragen, tut mir leid. Also Ja. schadet deinem, dann tu, was du willst, ist nicht das, was im Book of Shadows steht. Das ist vielleicht das, was im Internet steht. Also da steht es schon ein bisschen differenzierter. Und das Also muss polemisch. erstmal, sonst musst du ja noch den Spruch oder mehr aus dem Book of Shadow erzählen, wenn nicht, dass du noch Ärger kriegst, weil du hast Ja, ja aber es auch. kommt aus der gleichen Quelle von Crowley sozusagen inspiriert erstmal, ganz egal, wo er seine Quellen her hat. Der hat ja auch geklaut von vielen, ja, machen wir uns da nichts vor. Und für uns heißt es einfach, hey Hexe, mach bitte keine Schadensmagie, denn es fällt auf dich wieder zurück. Ne? Also Ja, wir so haben kann ja man auch dann, das Gesetz der Resonanz. ja. So kann man das ausdrücken. Das ist ja, das, ja, das stimmt, ja. Okay, sind wir ja schon bei Crowley. Wie stehst du zu Crowley persönlich? Och, wie stehe ich zu Crowley persönlich? Also er hat zum Beispiel seinen Anteil am Book of Shadows nicht original aus dem Liber Elvel Legis entnommen. Das wäre ja auch zu blöd. Sondern ich möchte sagen, verwandte Überzeugungen und Anrufungen aus seinem riesigen magischen Repertoire ins Wicca Book of Shadows gebracht. Wie ich schon damals in einem Artikel der telemitischen Zeitschrift Aha schrieb, ja, ist jeder echte Wicca ein Telemit, aber nicht jeder Telemit ein Wicca. Somit haben wir gegenüber nur Telemiten einen gewissen Wissensgewinn und einen kleinen Vorsprung, würde ich mal behaupten. Und was Gewagt, gewagt. gewagt, gewagt. Nee, ist okay. Wie ich zu Crowley stehe, habe ich ja bereits im Ansatz gesagt. Also viele der alten und echten Wicker haben sich mit Aleister Crowley in der Tiefe beschäftigt. Ja, also wir wissen schon, worüber oder über wen wir reden. Ich habe zum Beispiel 6 Biografien von ihm und habe viele Bücher von ihm gelesen und seine Magik auch studiert, aber ich verehre ihn nicht. Also dafür hat er für mich zu viel, ich sag mal in Anführungsstrichen, teuflisch-christlichen Bockmist gemacht, ne? So, denn und war auch teilweise sehr schwach. Also er war stark und er war aber auch sehr schwach im Sinne des Wortes. Für mich war er auch doch innerlich zu geprägt vom Christentum. Aber er hat meinen Respekt, er hat Großartiges geleistet, gerade auch mit seinem Toftarot oder mit anderen Sachen. Und er hat auch mein Mitgefühl. Ja, man muss sich die Zeit, das Viktorianische vorstellen, wo er groß geworden ist. Und da hat er schon mit seiner Sexualmagie und mit seinen magischen Ritualen viel Mut bewiesen in dieser Zeit, also so einen Vorstoß zu machen. Und deswegen, ja, so stehe ich zu Crowley. Wann bist du eigentlich auf Crowley gestoßen? 1973. Ach, so genau weißt du das. Okay. Ja, das weiß ich, weil da war ich 17 und da habe ich angefangen, mich mit Magie und Hermetik zu beschäftigen. Ah, und da war einer seiner ersten Bücher, war dann, oder von ihm waren dann Ja, genau. das wobei ich habe dann zuerst, glaube ich, sogar mich mit seinem letzten Buch beschäftigt, mit dem Tostarot. Fand das sehr spannend und hat mich bis heute begleitet auch. Und ja, da steht halt viel auch von seiner Magie drin und die anderen Bücher habe ich dann peu à peu gelesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass der einzige Einfluss in meinem Leben von irgendeinem Magier war. Also das relativiert sich natürlich alles mit den Jahrzehnten, ne? Ja, das Aber stimmt. Magie, Freiheit, Sexualität, Wille, Liebe, das ist natürlich, das sind große Schlagworte gewesen, die mich auch mein Leben lang begleitet haben. Also das sind auch das, was du unter Telema dann auch verstehen würdest, dass es halt auch unter anderem um Freiheit, Liebe, Wille, Sexualität geht.
Ja, lass uns mal über Crowley noch ein Momentchen reden. Also ich finde, Crowley hatte eine magische Ahnung. In der Regel wusste er ja, was er als Magier machte und warum er es machte. Aber manchmal hat er das eben auch nicht gewusst. Seine Klauerei von magischen Einweihungspapieren fand ich auch nicht so toll. Seine Beziehungen zu Frauen, ja, soll man da sagen. Aber andererseits war er eben ein Wissender, der mutig und unerschütterlich seinen Weg ging und sein Wissen teilte und verbreitete. Das Liber Elvel Legis halte ich auf der anderen Seite, was er geschrieben hat, jedoch nicht unbedingt für eine Offenbarungsschrift, sondern für ein Kunstwerk. Das mag jetzt für viele gewöhnungsbedürftig und empörend sein, aber so sehe ich auch die Edda. Sowohl die Edda als auch das LLL sind für mich Kunstwerke und beide werden zu sehr als Offenbarungsschrift im Sinne einer Bibel gesehen. Das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt stimmig. Ist natürlich so ein gutes Kunstwerk, welches tiefe Botschaften vermittelt, wie es alle unsterblichen Kunstwerke tun. Das ist schon viel. Aber da braucht man nicht unbedingt eine neue Religion draus machen, meiner Ansicht nach. Aber Crowley war eben auch anerkennungssüchtig, finde ich. Eigentlich wollte er ein berühmter Dichter werden, wie man weiß. Als das nicht funktionierte, wurde er Okkultist, weil er damit auch mehr Erfolg hatte. So. Und jetzt zu deiner Frage zurückkommend. Ich verstehe Thelema als göttlichen oder kosmischen Willen, der in jedem Menschen, in seiner innersten Tiefe und auch mit der notwendigen Reife, in Übereinstimmung und Harmonie mit dem Makrokosmos gebracht werden kann. Also dieser göttliche, kosmische Wille, den wir selber haben in unserer Tiefe, der kann meiner Meinung nach mit dem kosmischen Willen im Makrokosmos in Übereinstimmung kommen. So, Thelema ist für mich in der Gruppe nicht lebbar. Ne, das ist auch provokativ jetzt, was ich sage, aber für mich ist das eine Illusion. Was Thelemit angeht, weiß ich auch nicht, ob man es jedem empfehlen kann. Denn seinen eigenen Willen zu tun, erfordert sehr viel Mut und das empfinde ich eher als eine Aufgabe, Thelemit zu sein oder zu werden und nicht als etwas Statisches oder etwas Festes, ne? Ja, ein ureigener Weg, ein sehr eigenständiger Weg, der aber auch einsam macht, finde ich teilweise. Ja, Und in gut, einer das. Gruppe, noch ein letzter Satz, in einer Gruppe funktioniert das nur, wenn es eben keine Beschränkungen geben würde, meiner Meinung nach. Ne, das steht ja schon im Liber L, das Wort der Sünde heißt Beschränkung oder so, ne? Genau, So, ja. und das widerspricht sich meiner Meinung nach in einigen Gruppen. Ja, Da das. bin ich bei, da bin ich bei Rabelais, der das auch so fand, ne, dass das nicht geht in der Gruppe. Und Crowley war, wie gesagt, auch nicht der Erfinder von Thelema. Auch Rabelais vermutlich nicht. Naja, aber Aaron, das Thema ist abendfüllend. Ne? Definitiv. Okay. Eire, was mich noch interessieren würde, ist, es gibt ja bei Telemar die Formel, tu, was du willst, sei das Ganze von dem Gesetz. Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen. Was verstehst du beim zweiten Teil eigentlich unter Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen? Ja, Aaron, darüber habe ich lange nachgedacht und ich verstehe Love Under Will so, dass eine frei-willige Liebe hier gemeint ist. Also quasi, dass der Wille sich für Liebe entscheiden soll und muss, um wirklich die Liebe tragfähig zu machen. Also eine freiwillige Liebe. So verstehe ich Love Under Will, meine Interpretation. Alles klar.
Eine Abschlussfrage. Was würdest du wollen, wenn du einen Wunsch frei hättest und dieser Wunsch sich unmittelbar erfüllen würde? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich sag mal, ich war mehrmals in Findhorn in Schottland und habe da mitgearbeitet und ein bisschen mitgelebt. Und da habe ich Eileen Keddie kennengelernt. Eileen Keddie ist eine der Gründerinnen von Findhorn in Schottland, der spirituellen Gemeinschaft. Und die hat uns, damals war ich noch verheiratet, beim Abschied gefragt, was ist das Wichtigste in eurem Leben, was würdet ihr wollen? Da waren wir ein bisschen perplex. Ja, wir haben dann spirituelle Entwicklung gesagt oder irgendwie wach werden oder sonst was. Und dann hat sie erzählt, mit ihre Intention, was sie wollen würde für den Rest ihres Lebens, wäre lieben lernen. So, das fand ich sehr merkwürdig, wieso lieben lernen. Liebe, entweder liebt man oder man liebt nicht. Nee, meinte sie, lieben muss man lernen. Genauso wie das Denken man lernen muss, muss man auch lieben lernen, meinte sie. Darüber habe ich lange nachgedacht. Der Mensch glaubt, dass er lieben kann. Das halte ich für einen Irrtum. Wir tun es nicht. Die meisten Menschen lieben nicht. Es sei denn meistens aus egoistischen und vorteilhaften Gründen. Also wirklich und echt zu lieben ist verdammt schwer. Da kann man vielleicht so ein bisschen Ambrosia schmecken. Ja, jeder von uns hat eine Ahnung davon, was es ist, was es sein kann. Aber das ist für mich das große Ziel, weiter lieben zu lernen. Ja, und mein kleineres Ziel wäre, dass noch mehr Leute meine Bücher lesen und ich bald komplett davon leben könnte. Das wäre Ja. natürlich toll, ja. Weil ich will meinen Enkelkindern, meinen zwei Enkelkindern ein Vermächtnis nach meinem Tod hinterlassen. Ah, nicht schlecht. Das wäre schön. Denn auch die Kunst ist ein Weg zur Unsterblichkeit. Das dürfen wir nicht vergessen, Aaron. Ja, das stimmt. Ja, das dazu. Alles klar. Dann danke ich dir recht herzlich, Aire, für dieses schöne Interview und wünsche dir in der Zukunft alles Gute, viel Erfolg mit deinen Büchern schreiben und deinem Tarot, was du jetzt veröffentlichen tust oder hast du schon veröffentlicht? Nee, das kommt im Herbst raus, Im dieses Herbst. Kartenlegebuch über Skatkarten. Ich schreibe aber jetzt schon, ich mache jetzt ein Orakel, ganz toll eigentlich, wenn ich einen Verleger finde. So eine Art Past-Life-Orakel. Das gibt es in Deutschland noch nicht. Und ja, über mögliche Vorleben mit ziemlich differenzierten Aussagen und einem kleinen Begleitbuch dabei. Mal gucken, ob es jemand will. Und dann will ich auch mit Romanen und Sachbüchern noch weiterkommen. Aber dann habe ich erstmal zwei Kartenlegebücher geschrieben und das eine kommt im Herbst. Aber woran mir wirklich liegt, ist mein Lebenswerk, Die Virtuellen. So heißt ein utopischer Roman. An dem habe ich 10 Jahre geschrieben meines Lebens. Und ja, das liegt mir sehr am Herzen. Wenn der noch ein bisschen mehr gelesen würde, wäre das schön. Alles Ich klar. möchte dir auch danken an dieser Stelle, Aaron, dass ich die Gelegenheit hatte, mich so zu äußern. Und ja, ich hoffe, dass du weitermachst, weil ich finde dein Engagement ganz, ganz toll, was du hast. Ja, wie Mike schon mal sagte, ich kann gar nicht anders als das, was ich tue. Ja. In der Richtung. Alles klar, ich danke dir nochmal und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis dann. Ja, Tschüss. danke dir, Aaron. Ich umarme dich. Tschüss. Tschüss.